Ja, seid grüßt auf dem Pundwerk-Kanal. Das Thema sind heute Wasserwerte, Wasserparameter. Das ist ein umfangreiches Thema. Auf was ich raus will, ist irgendwelche Tabellenangaben von den unterschiedlichsten Herstellern, Experten, wie auch immer. Also wenn ihr euch mal ein bisschen schlau macht, im Internet googelt auf irgendwelchen Verpackungen von Testkoffern und sonstigem nachlest, dann findet ihr da ja irgendwelche Empfehlungen. Angefangen Temperatur, pH, KH, GH, Sauerstoff und. So, wenn man sich das dann durchliest und dann das mit den eigenen Wasserwerten vergleicht, dann bekommt man möglicherweise die Krise, weil man sieht, ups, ich habe ja ganz andere, ich bin außerhalb des Bereichs, wie auch immer. Da muss man jetzt Folgendes berücksichtigen. Es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt solche Wasserwerte angibt. Also zum einen, wünscht ihr was? Wie schauen die optimalen Wasserwerte aus für einen Teich mit Koi am besten? Also nicht nur für Fische oder Karpfen, sondern ganz speziell für unseren Anwendungsfall. Das wäre das Optimum. Wünscht ihr was, wenn wir völlig frei von irgendwelchen Zwängen und Gegebenheiten wären? Das kann man erstmal als Idealzustand hinnehmen und nicht als Ziel, weil wir ja möglichst die Wasserwerte nicht manipulieren, punchen, wie auch immer, also durch Zugaben möglichst nicht beeinflussen wollen. Dann gibt es Wasserwerte, die ein bisschen realistischer sind, empfohlene Bereiche, wo sich Koi noch wohlfühlen. Das ist schon, interessanter, realistischer. Dann fängt irgendwann der Bereich an, wo Koi eben irgendwelche Symptome zeigen. Und dann gibt es noch Grenzwerte, wenn die über- oder unterschritten werden, bei denen dann die Koi sozusagen sterben würden. In dem Bereich dürfen wir keinesfalls kommen. Natürlich wollen wir einen Bereich, wo sich die Koi wohlfühlen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich habe erstmal irgendwelche Gegebenheiten, die sich durch Ausgangswasser, durch Fischbesatz, durch Belüftung, durch zig verschiedene Parameter ergeben. Und viele Parameter kann ich nicht so leicht ändern. So, also was ist zu tun oder wie wollen wir damit umgehen? Machen wir erstmal Folgendes. Ich habe jetzt mal exemplarisch irgendwas rausgeguckt. Professionelle Wasseranalyse mit JBL. Sollwerte für einen Teich. Ja. Sollwerte Teich steht jetzt leider gar nicht dran für welche Fische. Aber ich lese euch die mal so exemplarisch vor. Temperatur 4 bis 25 Grad. Ja, kann man mitgehen für Koi. Carbonathärte 4 bis 12 Grad deutsche Härte. pH 7,5 bis 8,5. Gesamthärte 6 bis 20 Grad deutscher Härte. Ammonium klein 0,1 Milligramm pro Liter. Nitrit 0 bis 0,2 Milligramm pro Liter. Nitrat 0 bis 10 Milligramm pro Liter. Phosphat kleiner 0,05 Milligramm pro Liter. Keine Angabe für CO2, Kohlendioxid und so weiter und so fort. Ich habe jetzt nur mal ein paar erwähnt, die ich einigermaßen wichtig halte. So, jetzt ist Folgendes. Bei manchen sage ich, ja, die sind, würde ich mitgehen. Bei anderen sage ich, sind leider realitätsfremd. Zum Beispiel Nitrat 0 bis 10 Milligramm pro Liter. Da ist jetzt bereits im Leitungswasser bis zu 50 Milligramm pro Liter noch erlaubt. Also der Grenzwert sind 50 Milligramm pro Liter Nitrat. Gefordert sind hier 0 bis 10.
Tja, was soll ich jetzt machen, wenn aus meiner Leitung eben schon 40 Milligramm pro Liter Nitrat rauskommen sollten, angenommen mal diesen Fall, dann wird es eng, weil wie bekomme ich Nitrat raus? Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Pflanzenzähren verbrauchen Nitrat, ist eher ungünstig. Viele Keuteiche wollen keine Pflanzen haben, weil sobald die Keut rankommen, die eh abgeknabbert werden. Separaten Pflanzenfilter, ja, wenn man den Platz hat, bringt wieder andere Vor- und Nachteile mit sich. Also ein Keuteich ist meistens ohne Pflanzen. Dann Wasserwechsel bringt uns nichts. Da kriegen wir ja die 40 Milligramm pro Liter ins Wasser. Denitrifikation kriegen wir kontrolliert nicht hin im Keuteich. Also Umwandeln von Nitrat in Nitrit und ist in der Regel auch nicht gewünscht. Also heißt, Osmoseanlage wäre noch eine Möglichkeit, ist aber auch nicht ganz so einfach. Also heißt, wenn ich 50, 40 Milligramm pro Liter schon aus der Leitung bekomme, dann habe ich die. Und dann steigern die sich auch, weil eben die Fische auch wieder Nitrat als Endprodukt dann ausscheiden. Also Ammonium, Ammoniak, dann die Nitrifikation über Nitrit und Endprodukt Nitrat. So. Da wissen wir zum Beispiel aus der Karpfenzucht, dass mehrere hundert Milligramm pro Liter von den Fischen noch gut geduldet und weggesteckt werden. Die sind zwar da nicht als optimal anzusehen, aber noch okay. Ja. Deshalb hier Nitrat als Beispiel 10 Milligramm als Grenze anzugeben, ist ein frommer Wunsch, aber leider komplett realitätsfremd für einen Keuteich. Dann nehmen wir mal noch raus den pH-Wert. Der ist hier mit 7,5 bis 8,5 angegeben. Ist okay, der Bereich, aber wieso nicht 7,0? Wenn ich zum Beispiel 7,0 pH-Wert habe, dann fühlen sich die Fische pudelwohl. Ich habe nicht die Problematik mit Ammonium-Ammoniak-Giftigkeit. Also 7,0 ist absolut okay, selbst knapp unter 7 wäre noch für Koi einwandfrei. Ja, deshalb auch hier eine Grenze, die nicht so sinnig ist aus meiner Sicht. Schauen wir mal nach, ob noch was dabei ist. Ja, CO2 leider nicht angegeben. CO2 sollte schon ein bisschen was betragen, also 1 Milligramm pro Liter und höher. Darunter gibt es in manchen Teichen Symptome, dass sich die Fische unwohl fühlen. Dann KH 4 bis 12. Ja, da würde ich wieder mitgehen. KH soll nicht 0 sein, wegen Pufferung. Wenn jetzt jemand aber einen KH-Wert von 2 hat und den überwacht und den auch stabil halten kann, ist eine Carbonathärte von 2 immer noch in Ordnung. Die Gefahr ist halt eben durch die Nitrifikation, die auch Carbonat verbraucht, wenn ich da zu wenig Wasserwechsel mache und dann eben die 2 nicht halte, sondern absacke Richtung 0, dann habe ich keine Pufferung mehr und der pH-Wert haut uns ab. Ja, deshalb, ja, 4 bis 12 ist okay. Wenn ihr jetzt nur 2, 3 habt, kein Drama. Ihr müsst eben wissen, dass ihr dann KH im Auge behalten sollt. Dann haben wir, was haben wir noch? Ja, Sauerstoff 5 bis 20 ist okay. Also da würde ich eher so 6 Milligramm pro Liter als untere Grenze sehen. Und nach oben hin 20, das ist dann schon sehr hoch. Das erreicht er beim sehr kalten Wasser möglicherweise und dann noch eine kleine Übersättigung. Ja, will ich mal nicht meckern. Dann Phosphat 0,05. Das ist auch wieder so ein frommer Wunschwert. 0,05, also am besten 0. Ist schön, wäre schön, ist aber durch die Fütterung nicht realistisch, da die Fische auch dann Phosphat ausscheiden und ihr das nur wieder wegbekommt durch Wasserwechsel, wenn das Ausgangswasser bei 0 liegt oder nahe 0, oder eben durch Pflanzen, die wir auch wieder nicht haben am Keuteich. So, also ihr seht da schon relativ schnell, dass wir eben
bei den Tabellen oft irgendwo außerhalb liegen mit unseren Wasserwerten. Und was ist jetzt angesagt? Jetzt ist angesagt, eben Ruhe zu bewahren und eben nicht hektisch irgendwelche Pülferchen reinzuschütten, weil das nimmt kein Ende. Ja? Richtet ihr jetzt zum Beispiel die Carbonathärte, steigt der pH-Wert ein Stück weit mit. Macht ihr was am Sauerstoffgehalt, dann verändert er auch den Gashaushalt, dann kann sein CO2 verändert sich. Also wenn man mal anfängt, an den Wasserwerten zu punchen, durch Mittelchen, durch Veränderungen, dann ist es meistens so ein böses Spiel. Das gleiche ist bei Algenmitteln. Da habe ich auch schon mit erlebt, Algenmittel gegeben, Algen sterben ab, Phosphat steigt ins Unermessliche, brauche ich einen Phosphatbinder. Der Phosphatbinder hat auch wieder irgendwelche Nebeneffekte, ja, und so kommt er vom einen ins andere. Und genau das wollen wir nicht, das sollte unterbleiben. Ihr müsst schauen, dass eben das Wasser passt, und das passt auch in den allermeisten Fällen. Und wenn ihr irgendwo an eine Grenze kommt, wo ihr sagt, das ist jetzt überhaupt nicht mehr akzeptabel, da muss man halt schauen, wie man behutsam vielleicht doch was macht, aber wirklich nur im Notfall. Nur weil jetzt hier irgendein Hersteller einen Grenzwert ein bisschen eng fasst, ist das noch lange kein Grund, irgendwie aktiv zu werden und dann Mittelchen von dem Hersteller oder von jemand anders zu kaufen und permanent das Wasser zu richten. Das ist ein anderer Fall, wenn ihr zum Beispiel mehr Wasseraquaristik betreibt, dann müsst ihr den Salzgehalt einstellen oder sonstige Parameter im Aquarienbereich. Da habt ihr eine kleine Wassermenge, da ist es überschaubarer, auch noch ein bisschen besser handelbar. Aber ein Koi-Teich ist eine ganz andere Baustelle. Also, deshalb, wenn eure Fische keine Symptome zeigen, ihr irgendwo am Grenzwert ein bisschen drüber, ein bisschen drunter liegt und alles sonst am Teich passt, dann braucht euch das erstmal nicht dramatisch beunruhigen. Ihr könnt da mal drüber nachdenken, ihr könnt da auch mit Experten, mit Koi-Ärzten und so weiter diskutieren. Aber normalerweise ist dann auch kein Bedarf, irgendwie das Wasser zu richten. Gut, also in dem Sinne, das gilt eigentlich generell, keine überstürzten Aktionen, keine Geschichten, die irgendwie dann permanent eine Nachdosierung erfordern. Das ist ja jetzt alles nichts Neues für diejenigen, die sich schon länger mit beschäftigen, aber gerade die Neulinge oder eben Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die lassen sich da manchmal doch ein bisschen irritieren und sagen, ich habe 0,2 Nitrit, jetzt muss ich meinen Biofilter umbauen oder jetzt muss ich irgendwie nochmal animpfen und dieses und jenes. Nee, 0,2 Milligramm pro Liter Nitrit sind völlig in Ordnung, auch wenn ein anderer sagt, vielleicht 0,1 wäre die Grenze. Ja, deshalb immer locker bleiben und nicht überstürzt irgendwie was tun. In der Regel ist nichts erforderlich, was ständig gegeben werden muss. Am besten ist, ihr habt im Teich Fische, Wasser, eine Belüftung, Futter braucht ihr auch, wenn es wirklich mal sein muss, auch Medikamente. Das Einzige, was ich jetzt noch akzeptiere oder für gut heiße, ist mal Natron, wenn man wirklich aufhärten muss. Das ist aber ein lebensmittelechtes Mittel, das ihr im 25 Kilo Sack günstig kaufen könnt. Aber ansonsten gehört nach meinem Verständnis nichts weiter in den Koi-Teich. Ja, Salz habe ich noch vergessen. Eine Prise Salz, um Nitrit zu maskieren oder auch ein bisschen mehr, um mal die Fische zu vitalisieren. Aber ansonsten ist damit eigentlich alles gesagt. Keine weiteren Zusätze. Und so lässt sich das Hobby sicherlich erfolgreich betreiben, wie viele Teiche zeigen. Und auf Dauer auch mit mehr Freude als durch Wasserpanscherei, durch irgendwelche Grenzwerte, die irgendwie sich jemand ausgedacht hat. Gut, das war's schon. Euch noch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.